und Herren. Und kann verschenken, oder? Wollen Sie es geschenkt haben? Jawohl. Ein halber Trabi. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für diesen tollen Empfang an diesem historischen Tag. Land auf, Land ab in alle Medien. 10 Jahre Fall der Mauer. Und ich sage es noch mal. Ein großer Tag für die ganze deutsche Nation. 10 Jahre, liebe Fans, speziell zwischen Rostock und Dresden. Das sind 2 5-Jahrespläne. So lange ist das jetzt schon wieder her. Und ja, Feierlichkeiten. Feierlichkeiten, Land auf, Land ab. Natürlich auch hier bei uns in Sat.1. Ich würde sagen, in einem Stück guter alter DDR. Mitten in der deutschen Fernsehlandschaft, oder? Wie sich die Sprache verändert hat. Früher waren es immer die Brüder und Schwestern hinter dem eisernen Vorhang. Ja? Und dann Ossis. Genau dieselben Menschen. Und viele Ossis sagen heute in ihrer Bilanz, 10 Jahre nicht mehr belogen und betrogen. Nein. Nein. Kinder, wie die Zeit vergeht, oder? 10 Jahre ohne Mauer. Für Egon Krenz schon wieder zu Ende. Und was hat sich nicht alles verändert in diesen 10 Jahren? Das Ostsandmännchen ist Bundestagspräsident. Der Trabi heißt Smart. Und wir haben natürlich als offizielles Politmagazin, meine Damen und Herren, heute Abend den Mann zu Gast, der sozusagen als Deutschlands prominentester Journalist Augenzeuge war vor Ort und der auch gerade von den Feierlichkeiten anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Mauerfalls zurückgekehrt ist, der langjährige WDR-Intendant und noch immer Deutschlands beliebtester Fernsehjournalist, bei uns heute Abend zu Gast, Friedrich Nowotny. Unser zweiter Gast, meine Damen und Herren, ist eine großartige junge Frau. Sie kann heute Abend nicht hier sein, denn sie arbeitet auf hoher See und, fast hätte man es ahnen können, auf der QE2, auf dem Kreuzfahrtschiff. Dort haben wir sie getroffen. 20 Jahre alt, kommt aus Rostock. Und Sie wissen ja, es gibt 2 große Klischees. Das eine ist, die Ossis jammern nur. Das zweite ist, die Wessis wissen alle besser. Und beide Klischees stimmen. Nein, aber nicht nur. Und das ist eine junge Frau, großartig, und die ein Beispiel sein kann. Vor allem für euch Kids hier im Westen, die ihr mit 42 noch zu Hause wohnt. Macht doch mal die Tür zu, sagt Tschüss Mutti und zieht eine Straße weiter. Und ihr werdet sehen, wie aufregend das Leben ist. Heute Abend unser zweiter Gast, Anja Fromhold. Das News-Nachrichten-Schocker-Mega-Infotainment-Magazin Focus hat gemeldet, die Grünen, muss man sich vorstellen, engagieren einen PR-Berater, ja, der ihnen sagt, liebe Grüne, sagt doch nicht immer so Dinge, die die Leute nicht hören wollen, ja, und von denen sie Angst haben. Zum Beispiel böse negative Begriffe wie Zukunft. Ich sage alle, weiß ich ja gar nicht, was kommt. Ja, und wenn ein Grüner sagt, weiß ich überhaupt nicht, was kommt. Und der PR-Berater hat gesagt, ja, also diese Grünen, wenn die Zukunft sagen, dann heißt es gleich Atomausstieg und Umweltkatastrophe, da haben alle Angst, sagt nicht mehr Zukunft. Und wir haben uns gefragt, lohnt sich das wirklich, dass die Grünen einen teuren PR-Berater engagieren? Lohnt sich das noch bis zum Rest des Jahres? Die Grünen, oder wie man in Sachsen und Thüringen sagt, wer? Ja, zum Beispiel ein neues Wort bei den Grünen für Zukunft heißt Opposition. Man weiß es.
Ich bin so glücklich, dass ich heute Abend mit einigen der dümmsten Klischees aufräumen kann. Zum Beispiel, was sagt man uns Deutschen nach? Pingelig, pünktlich, ordnungslieb. Falsch. Deutsche sind überhaupt nicht so ordentlich, wie behauptet wird. Nur jeder Sechste räumt zu Hause auf. Also aufräumen im Sinn von sauber machen. Ja? Dass Fatima mit der Familie aufräumt, das schon. Ja? Wer reicht? Wer bringt denn hier die Kohle? Das ist okay, aber aufräumen im Sinn, bring mal das weg. Räumen doch mal die Schuhe weg. Ja. Wir Deutschen räumen nicht mehr auf. Was ist los, meine Damen? Mit solchen Witzen wollen wir uns nächstes Jahr wieder die saure Gurke zurückholen als frauenfeindlichste Sendung des deutschen Fernsehens, meine Damen und Herren. Zweimal haben wir diesen Titel unangefochten eingefahren. Und ich darf persönlich sagen, ich bin stolz darauf. Ja? Aber in diesem Jahr hat uns Sabine Christiansen mit ihrer frauenfeindlichen Talkshow diesen Titel weggeschnappt und wir waren ein bisschen... Ich bin der Meinung, das war geschoben. Diesen Titel haben sie sich gekauft, oder? Ja, aber wir arbeiten dran. Bei uns kriegen die Weiber, was sie brauchen. Aber diese Unordnung in Deutschland, oder? Wissen Sie, wo es am allerschlimmsten ist? In Hessen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Ja, das heißt, die Deutschen werden umso schmuddeliger. Das ist klar, je näher es an Frankreich rangeht. Jetzt kommen wir zu einem großartigen literarischen Thema. Und zwar, wenn ich Ihnen das Stichwort sage, Bertolt Brecht. Woran denken Sie dann? Dann denken Sie als Mediziner an den Fachausdruck Ejaculatio Precox. Sie wissen, Gorbatschow, wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Ja. Und viele kennen das Problem. Ja? Viele sagen jetzt zu Hause, ach Gott, wenn es wirklich noch zu früh wäre. Ja? Immer noch besser als gar nicht mehr. Aber jetzt haben australische Ärzte aus dem Land der großen springenden Beutel, hat man herausgefunden, stellen Sie sich vor, Antidepressiva, das heißt, und da, das geht ja alles mittels der modernen Chemie, Antidepressiva können die vorzeitige Ejakulation hinausschieben. Ist doch unglaublich. Erst hat man schlechte Laune, ja, und dann nimmt man die Tablette und hat super Laune und kann auch noch länger. Und daher der schöne Ausdruck, ich lach mir einen Ast. Ja. Bisher haben ja viele versucht, dieses unangenehme Problem der vorzeitigen Ejakulation homöopathisch zu lösen, indem sie einfach an die Ehefrau zu Hause gedacht haben. Ja? Aber jetzt gibt es dafür Mittel. Ja, Christiansen, wir kommen! Ich bin stolz, dass wir als offizielles Politmagazin des deutschen Fernsehens diesen Tag, 10 Jahre Mauerfall, heute in seiner ganzen Dimension würdigen dürfen. Und ich glaube, einer der entscheidendsten Momente, die jedem von uns im Gedächtnis geblieben sind, das war der Moment, als der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft trat und seine berühmten Worte sprach. Aber uns ist es gelungen, an Material zu kommen. Es war keineswegs so einfach, wie es sich in der Geschichte dann dargestellt hat. Prager Proklamationspannen 1. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, Schnittblumen halten länger, wenn man ein bisschen Zucker ins Wasser gibt. Das war's schon. Ja, es war eine erste Panne und wir haben noch mehr. Wir sind schon recht in Partylaune, denn in dieser Woche kommen wir aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Heute 10 Jahre Mauerfall. Am Donnerstag hat einer der Großen der deutschen Literatur Geburtstag, 70 Jahre alt, Hans Magnus Enzensberger.
Wer von uns kennt ihn nicht, meine Damen und Herren? Wer von uns ist kein Fan von ihm? Und wir sind auf eine interessante Huldigung am Samstag in der Wochenendbeilage der FAZ gestoßen. Und zwar schauen Sie Folgendes. Dort wird Hans-Markus Enzensberger gewürdigt. Und dann kommt ein Zitat von Franz Kafka. Sie wissen, Versicherungsmensch aus Prag, nebenher auch viel geschrieben. Und ja, und schauen Sie, was da steht im Zusammenhang mit Happy Birthday, Hans-Markus. Schauen Sie sich dieses Zitat hier an. Eine Nuss aufknacken ist wahrhaftig keine Kunst. Deshalb wird auch niemand wagen, ein Publikum zusammenzurufen und vor ihm, um es zu unterhalten, Nüsse zu knacken. Tut er es dennoch und gelingt seine Absicht, dann kann es sich eben doch nicht nur um bloßes Nüsseknacken handeln. Da steht in Kafkas Josephine, die Sängerin. Ja, unser Kollege, Toningenieur, hat das Buch gelesen. Und er sagt uns, ja, das ist richtig, das ist Josephine, eine Maus, und sie kann gar nicht singen. Aber sie macht Riesenbohai beim Gesang. Und alle sagen, oh, kann die toll singen. Obwohl das Publikum weiß, dass die Maus nicht singen kann. Und im Publikum Leute sitzen, die es selber besser können. Und jetzt wird hier behauptet, von Kafka, ja, von Kafka, man kann kein Publikum versammeln, nur um vor diesem Publikum Nüsse zu knacken. Es muss noch was anderes dabei sein, denn kein Publikum sieht sich jemanden an, der einfach nur Nüsse knackt. Und Sie kennen uns lange genug. Domino Day bei den Grünen. Hans-Dietrich Genscher, ja, hatte noch zum Beispiel noch einen zweiten Versuch bei seiner Rede, wo auch nicht alles geklappt hat. Prager Proklamationspannen 2. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Alle mal herhören. Der Wagen mit dem Kennzeichen LOSG 3487 steht im Halteverbot. Die Kiste muss sofort weg. Ich sage es für alle, die erst jetzt bei uns reingekommen sind. Anlässlich des Geburtstags von Hans-Magnus Enzensberger am Donnerstag, da wird er 70 Jahre alt, schreibt die FAZ ein Zitat von Franz Kafka, der in seinem Roman oder in seiner Erzählung Josephine behauptet, man kann nicht einfach nur vor einem Publikum Nüsse knacken, es muss noch etwas anderes dabei sein. Und Kafka hat recht. Es muss noch etwas dabei sein. Nur was?
Ich weiß es auch nicht. Ja? Aber es muss ja irgendwas, Sie wissen doch, in welch für einen unfassbaren Konkurrenzkampf wir im Fernsehen in Deutschland stehen. Ja? Und wenn man nicht, wenn ich noch irgendwas dabei wäre, jetzt hier, Entschuldigung, bei diesem Nüsseknacken, dann könnte ich doch nicht nachts nach Mitternacht, wenn wir gegen den Schlaf kämpfen, wenn wir die Zuschauer dranhalten müssen, damit sie nicht ins Bett gehen, mich hinsetzen und einfach nur Nüsse knacken. Das schaut sich doch kein Sender an. Wie gesagt, es muss noch etwas dabei sein. Vielleicht die Frage, was empfindet eine Nuss? Oder würde man nicht sagen, eine Nuss ist wie eine Frau. Sie wurde kreiert, um geknackt zu werden. Also eher was für Christiansen. Also eher was für Christiansen. Das Wort hat der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, meine Damen und Herren. Prager Proklamationspannen 3. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass es hier stinkt wie Sau. Bitte gehen Sie sich alle mal waschen. Weißt du das? Was ist? Das ist übrigens interessant, meine Damen und Herren. Horst möchte an die Börse gehen. Ja? Hält man es denn für möglich, ein Vierteljahr im Geschäft will an die Börse gehen? Hat eine Firma gegründet, Horstemoll, eine große Firma, ja? Horstemoll, Untertitel eine Mark für mich. Und Horst, hast du überhaupt schon eine Aktiengesellschaft gegründet oder was? Ja. Das ist in diesen Tagen wahnsinnig riskant. Es gehen zwar wahnsinnig viele an die Börse, aber zum Beispiel Microsoft. Computer. Oder haben Sie Microsoft-Aktien? Ja? In 30 Minuten 10 Milliarden vernichtet durch ein Gerichtsurteil. In 30 Minuten 10 Milliarden vernichtet. Das kannte man bisher nur von der Masturbation. Jetzt mal biologisch. Ja? Nein! Bei Bill Gates, Horst. Soll ich mal anrufen bei der Bank, Horst? Wie, du hast schon die Aktien drucken lassen? Nein, das muss doch alles bezahlt werden. Du brauchst Leute, die die Aktien kaufen. Das muss man doch überhaupt wissen. Ich rufe mal bei einer Bank an und ich frage Sie. Ich möchte hier nicht in den Verdacht geraten, eine Bank zu bevorzugen. Wenn Sie in Deutschland an die Börse gehen und Sie informieren wollen, rufen Sie dabei einer kleinen Bank auf dem Lande an oder rufen Sie bei Deutschlands führendem Geldinstitut, bei Deutschlands größter Bank an. Rufen Sie doch bei der Deutschen Bank an, oder? Natürlich. Sie haben vergessen zu nicken, weil Sie immer noch über die Nüsse nachdenken. Aber das haben wir doch. Ich rufe doch mal die Auskunft der Deutschen Bank an. Ich muss keine Null mehr wählen. Nein, wir haben jetzt eine direkte Leitung. Die Auskunft der Deutschen Bank. Hier ist das Amt. Hier ist das Freizeichen. Ich sage es, falls Sie zu Hause rätseln. Wir zeichnen die Show hier um 18 Uhr in Köln auf. Es ist ungefähr 18.30 Uhr. Hallo? Deutsche Bank von Ulm, guten Abend. Ja, guten Abend, Schmidt. Meine Frage, ich habe mal eine Frage. Ein Freund von mir möchte an die Börse gehen mit seinem Unternehmen. Ja. Können Sie mich da beraten? Ich nicht. Heute Abend wird es auch relativ schwierig, muss ich sagen. Ja. Wann wäre denn gut? Morgen früh ab 8.30 Uhr. Ja. Wenn ich jetzt noch so ein paar Informationen haben möchte, wissen Sie das ungefähr, wie viel Geld man da braucht oder wo man sich da anmelden muss? Na, leider nicht. Tut mir leid. Morgen ab 8.30 Uhr. Morgen ab 8.30 Uhr, ja. Ich probiere es dann nochmal, ja? Ja, bitte. Wieder. Danke, wiederhören. Ruf mal eine andere Bank an. Hier. Ja. Wo soll ich anrufen? Comdirect oder Advance Bank. Wo soll ich anrufen? Wer ist für Comdirect? Ja. Ja, wer ist für Advance? Das waren mehr für Comdirect, also. Freizeichen. Willkommen bei der Comdirect Bank. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenbetreuer.
Guten Abend, mein Name ist Charlotte Rose. Was kann ich für Sie tun? Guten Abend, Frau Rose, mein Name ist Schmidt. Ich habe eine Frage. Ein Freund von mir möchte an die Börse gehen mit seinem Unternehmen. Können Sie mich da beraten? Nein, gar nicht. Da müssten Sie dann bitte zu unserer Mutter der Commerzbank. Also so etwas, also jetzt Neuemission begleiten, machen wir gar nicht. Aha. Zur Commerzbank? Genau. Ab wann kann ich da anrufen? Morgen früh denke ich so ab 8:30. Um 9 öffnen die Geschäftsstellen, aber so ab 8:30 erreicht man eigentlich auch immer jemanden. Aber bei Ihnen kann ich gar nicht an die Börse, aber Sie sind doch so eine junge Bank mit wenig Gebühren und so. Ja, nur wir begleiten keine Unternehmen. Also Sie können natürlich bei uns ein Konto als Privatperson eröffnen und uns bei uns dann Wertpapiere anderer Unternehmen kaufen, aber das klang jetzt eben so, als wollten Sie mit einem Unternehmen an die Börse. Ja, also nicht ich, aber mein Freund. Ja, und sowas machen wir halt gar nicht. Essen Sie noch parallel, Frau Rose? Ob ich esse? Ja, es klingt so, als ob Sie immer noch was runterschlucken. Nee. Nee. Ja? Okay, danke, bis morgen. Tschüss. Ja. Noch Advance Bank anrufen? Nein? Soll ich die Advance Bank? Ich rufe noch mal die Advance Bank an. Ja, haben wir die Nummer auch hier? So, 0180. Hallo, ich bin's, dein Tresor. Also an der Börse, bei Com, Direktbank, gleich die Commerzbank. Ah, da ist das Freizeichen. Guten Abend, hier ist die Advance Bank. Ich bin Bianca Oberbacher. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Schmidt. Ich möchte gerne Informationen. Ein Freund von mir möchte mit seinem Unternehmen an die Börse. Können Sie mir da weiterhelfen? Welche Informationen möchten Sie da? Ich meine, wie viel das kostet und welche Formulare er da mitbringen muss. Also Sie meinen zur Eröffnung eines Depots, das Ihr Freund dann braucht. Braucht er dann ein Depot? Er möchte ja erstmal an die Börse, ne? Er hat ein Unternehmen, also ist so, er ist wahnsinnig jung, hat unglaublich gute Ideen, hat aber kein Geld. Und das heißt ja immer, man braucht eigentlich nur Ideen und eine Garage und das Geld, das gibt einem dann eine Bank und dann geht man an die Börse und ist nach 4 Wochen Milliardär. Also er möchte an der Börse spekulieren und braucht dann entsprechendes Kapital. Nein, er möchte nicht spekulieren, er möchte mit seinem Unternehmen an die Börse. Die Firma heißt Horstemoll und er hat Ideen hauptsächlich. Und aber da ist jetzt die Frage, Horstemoll, kann ich da hinkommen und sagen, bringen Sie mich an die Börse oder was muss ich da machen? Also da sprechen Sie mit mir, mit dem absolut Falschen, Herr Schmidt. Wer wäre da der Richtige? Also warum erstens ruft denn Ihr Freund nicht selber an, sondern Sie? Ja, mein Freund. Der Unternehmensberater? Oder? Ich bin sein Vertrauter. Ja. Mein Freund hat wirklich das Gefühl, wenn er mit einem Bankbeamten spricht, der schaut irgendwie durch ihn durch. Der nimmt ihn nicht wahr als Mensch. Ach so. Ja. Herr Schmidt, woher rufen Sie denn an? Bitte? Woher rufen Sie denn an? Aus meiner Show. Ah ja, das ist interessant. Ich dachte immer, die läuft abends. Wird die denn um die Zeit schon aufgezeichnet? Nee, das haben Sie richtig gesagt. Die läuft abends, aber Witze machen wir früher. Ach, ja. Um 23:15 Uhr, aber um 18 Uhr aufgezeichnet. Schön, ja. Können Sie, das wäre auch zu viel verlangt, wenn Ihre Gagschreiber Spätschichten einlegen müssten, ne? Warum sagen Sie das Wort Gagschreiber im Sinn von die Leute, ohne denen Ihnen ja wohl gar nichts einfallen würde? Das haben Sie gesagt. Also können Sie mir da weiterhelfen oder nicht? Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ab wann kann mir bei Ihnen da jemand weiterhelfen? Also ich kann Ihnen gerne mal die Nummer unserer Zentrale geben, aber ich glaube, für dieses Anliegen sind wir auch die falsche Bank, Herr Schmidt. Okay, haben Sie mal die Nummer von der Deutschen Bank? Also die Nummer von der Deutschen Bank kann ich Ihnen nicht geben. Entschuldigung? Die Nummer von der Deutschen Bank kann ich Ihnen nicht geben, aber da rufen Sie doch am besten die Auskunft an. Ja. Die kann Ihnen die sicher geben. Trotzdem vielen Dank, das war sehr nett von Ihnen. Ja. Und danke trotzdem für die Hilfe. Ja, ja? Gerne. Wiederhören. Sympathisch. Horst. Also. Wir lernen daraus. Das ist ja auch mal wichtig. Wir sind ja eine Sendung, bei der man was lernt. Diese Direktbanken, die sind wichtig, wenn man zum Beispiel 40 Milliarden auf dem Girokonto hat und 3 Mark Gebühren sparen möchte für die Auszüge. Dann gehe ich mit diesen 40 Milliarden zur Direktbank. Ja? Aber sie heißt auch Direktbank, weil wenn Sie was anderes wollen, dann gehen Sie direkt zu einer richtigen Bank. Ja? Und das erfahren Sie bei der Direktbank.
Commerzbank war das und Deutsche Bank. Morgen hören wir bei der Dresdner Bank oder hier bei unserer Stadtsparkasse oder bei der Privatbank, Horst. Hier können wir bei der Privatbank. Also, Horst, muss ich noch ein bisschen rausschieben. Ja, ist gut. So, bitte? Ja, Neues von Hans-Dietrich Genscher. Prager Proklamationspannen 5, die letzte. So, jetzt klappt's aber. Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise leider nicht möglich ist. Sie müssen alle zurück in die Zone. Erster Gast, meine Damen und Herren, ist nach wie vor der beliebteste und populärste Fernsehjournalist in Deutschland. Er hat 18 Jahre lang die Polizsendung moderiert, den Bericht aus Bonn. Er ist jetzt im sogenannten Ruhestand, unter anderem Kolumnist für die Welt am Sonntag. Und er ist ein Augenzeuge par excellence für die Vorgänge am 9. November vor 10 Jahren. Und er war auch in diesem Jahr bei den Feierlichkeiten in Berlin eingeladen. Herzlich willkommen, Friedrich Nowotny. Bitte schön. Sie haben die falsche Bank angerufen. Ja, aber ich Sie sind nicht mehr die Zielgruppe der Bank. Die Deutsche Bank nennt sich ja jetzt partiell Bank 24. Richtig. Und da sind Sie ja viel zu alt für die. Ja, und nicht reich genug vielleicht. Das ist das Demütigende. Ja. Wir plaudern nicht aus dem Nähkästchen, wenn Sie auch einen Brief bekommen haben. Hallo, sind jetzt Bank 24. Genau. Ja, ich auch. Ärgerlich. Ja, ich war sehr beleidigt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Letzten Endes ist es ja wahrscheinlich doch egal. Ne? Aber mit der Zielgruppe, das ist ja auch so eine Frage. Man wächst ja, also ich habe jetzt noch 7 Jahre bis Ende der Zielgruppe. Das heißt, ich muss darauf hoffen, dass die Werbung bis dahin sagt, die Wirklichen, das sind die Alten. Das behaupten die Alten ja jetzt schon. Ich glaube, es ist aber auch so. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja, es ist auch so. Die Alten haben das Vermögen, sie haben die Erfahrung, ja, und sie haben sozusagen diesen Fundus der guten alten Zeit. Und den Bundeskanzler, der mit einer Vermögensabgabe gern über die Runden kommen möchte. Ist das angenehm? Das ist jetzt unser aktueller Bundeskanzler. Ja, der aktuelle. Gerhard Schröder. Der braucht ja eigentlich eine Unvermögensabgabe. Sie sind ein freies Land. Ja, aber bin ich irritiert. Ja. Höre ich da sowas wie Kritik an unserer aktuellen Regierung raus? Ich höre doch dauernd Ihre Sendung. Weiß doch, was da los ist. Wer ist der Liebling diese Woche? Wer ist das? Sie wissen nicht, wer das ist? Nee. Unsere Bundesbildungsministerin Edelgard Bullmann. Ah, aus Frankreich. Nicht aus Frankreich. Wieso Bullmann, weil die betonen auf Bullmann. Ich dachte immer Bullmann, nein, aber ich habe gehört, also in informierten Kreisen bei der Info-Elite sagt man Bullmann. Sagt Ihnen nichts, kein Begriff, die Frau? Doch, ja, die Dame ist mir ein Begriff. Sie ist mir allerdings noch nie aufgefallen, aber das ist bei anderen Ministerinnen und Ministern auch so. Ja, aber jetzt in diesem Kabinett. So negativ habe ich Sie früher nicht erlebt. Also es läuft doch eigentlich, sag ich mal, es läuft doch gut. In Ausland sind wir beliebt, in China mag man uns, in Japan. Ist ja auch weit genug weg. Ja. Ihre Rente wird ja voraussichtlich nur 2 Jahre lang mal nicht angepasst, sag ich mal. Es wird ja nicht erhöht, sondern wird nicht angepasst. Ne? Komme ich eben einmal mehr zu Ihnen und dann ist der Ausgleich wieder hergestellt. Ja. Also, ganz ehrlich, haben Sie Sehnsucht nach dem alten Kanzler? Ich habe ihn gestern gesehen, er ist so eindrucksvoll. Er ist gerade wieder über den Wannsee gelaufen, bevor er zu der Veranstaltung ja. kam. Und, das war wirklich eine ungeheure Veranstaltung. Er hatte nicht einmal nasse Füße, er nahm da Platz und Gorbatschow setzte sich neben ihn. Und Altpräsident Bush saß auch da, es war eine Veranstaltung der Welt am Sonntag und alle waren glücklich, happy und berichteten hautnah aus den Ereignissen rund um den 9. November. Das war ganz spannend. Ja, und es war sozusagen ein Treffen der Erfolgreichen. Alle waren nicht mehr unter dem Druck eines aktuellen Amtes,
Ja? Ich habe nur Bilder gesehen und man hat eigentlich den Eindruck, Kohl ist noch immer Kanzler und zwar jetzt so richtig. So eine Art Präsidialkanzler vielleicht. Ja, ja, also ja, beliebt, ja, sympathisch, relaxed, während Gerhard Schröder arbeitslose Rente. Der hat schwer neben ihm. Ja. Der hat schwer neben ihm. Es liegt auch an den Anzuggrößen. Ne? Denn Helmut Kohl überbordet ja alles. Er wirft lange Schatten, nicht nur in der Geschichte, sondern auch überall, wo er auftaucht und Fernsehleuchten angehen. Da ist hinter ihm kein Platz mehr. Und da ist er da? Orden behängt. Würden Sie auch sagen, dass der Weggang aus Bonn für Bonn ein Drama war? Sie haben ja 18 Jahre lang da aus Bonn berichtet. Wie reagieren die Menschen auf den Verlust ihres Lebens? Auf den Verlust des Kanzlers? Oder? Nein, dieser pulsierenden Abgeordnetenwelt. Ja, das ist eine merkwürdige Sache. Es gibt ja Leute, die behaupten, Bonn stirbt aus. Ich wollte am letzten Wochenende mit Freunden zum Italiener essen gehen und rief an bei den beiden Italienern, zu denen man geht. Die waren beide ausgebucht. Und ich frage mich, wie kommt das? Sind alle aus Berlin, die ja übers Wochenende rauskommen, wieder da? Oder woran mag das liegen? Also der Politzirkus ist weg. Und der tanzt jetzt eben rund ums Brandenburger Tor. Und alle Demonstrationen sind aus Bonn weg. Das ist ein Gewinn an Lebensqualität. Ja. Und für Berlin ist es ein Verlust an Lebensqualität. Sie kommen nicht vor und zurück, wenn eine Demonstration ist. Und dort ist immer eine Demonstration, weil es jetzt ja, wie der Beamtenbund gezeigt hat, auch Geld dafür gibt. Die zahlen ihren anreisenden Beamtinnen und Beamten 50 Mark Tagesspesen, fliegen sie mit Jumbos herbei, damit es viele sind, und lassen sie dann vor dem Brandenburger Tor tanzen. Morgens und mittags tanzen die Demonstranten und abends die Infoelite. Ja, aber ich finde, das muss ich sagen, finde ich okay, dass sie bezahlt werden, denn die müssen ja auch versichert sein auf so einer Demo. Stellen Sie sich arbeitsrechtlich vor, so ein Beamter demonstriert, kriegt kein Geld, ist nicht versichert, es fällt ihm ein Stein auf den Schuh oder sowas. Das ist ja arbeitsrechtlich. Was dort leicht passieren kann, denn das ist ja eine einzige Baustelle rund um den. Ist das wirklich so schlimm natürlich in Berlin? Ja, natürlich. Ich habe mir gestern das noch einmal angesehen als Vorbereitung auf diese Sendung. Es ist wirklich eindrucksvoll, was dort läuft. Das Bundeskanzleramt sieht aus wie ein Elefantenhaus im Zoo, ein riesiges Ding, nach dem Maßstab Helmut Kohls. Da muss man sagen, kann der Aktuelle nichts dafür. Kann der Aktuelle nichts dafür, nach dem Maßstab. Die haben den Kohl dahingestellt und haben gesagt, mal 100. Ja. Und daraus ist das, daran ist das so geworden. Aber das muss man ja dem Helmut Kohl lassen. Er hat ja dafür gesorgt, dass auch Kinderzimmer in das neue, in den Wohntrakt gebaut werden des Kanzlers. Das fand ich sehr fürsorglich. Er wusste ja, dass er keine mehr kriegen würde. Aber Schröder hat ja eins geheiratet. Und darum ist das ja auch ganz gut. Wo waren Sie denn am 9. Ziemlich radikale und ungewöhnliche Frage in diesen Tagen. Ich bin stolz darauf, dass sie mir einfällt. Wo waren Sie denn am 9. November vor 10 Jahren? Am 9. November kam ich in die ungewöhnliche Situation, Mitglied einer Delegation zu sein. Und ich war beim Staatsratsvorsitzenden, bei Egon Krenz, zusammen mit dem jetzigen Bundespräsidenten und einigen anderen bedeutenden Persönlichkeiten aus Nordrhein-Westfalen, machten wir da einen Besuch, um eine Kulturausstellung in Leipzig zu eröffnen. Ja. Egon Krenz empfing uns um 2:30, mag es gewesen sein, und wusste schon, dass die Mauer aufgehen würde. Aber der komme Hund, Entschuldigung, hat nichts gesagt, was ich sehr unfair fand. Ja? Ja. Und warum nicht? Ja, er hat das hinterher erklärt. Er hat gesagt, wenn ich gesagt hätte, also Herr Rau unter uns, die haben so ein Vier-Augen-Gespräch gehabt, heute Abend, stellen sich darauf ein, geht die Mauer auf. Wenn ich das gesagt hätte, wäre dieser Schritt, dieser bedeutende Schritt der DDR-Regierung ins Zwielicht gekommen. Und man hätte nicht gedacht, dass es ein souveräner Schritt des Stadtratsvorsitzenden und des Politbüros gewesen wäre. Darum hat er es verschwiegen. Also gut, wir fuhren dann weiter nach Leipzig und hörten im Radio die Pressekonferenz von Schabowski, stiegen aus und haben gesagt, habt ihr das gehört? Irgendwas ist da, da geht die Mauer auf oder geht sie nicht auf? Hat er die Mauer gemeint? Ja. Mit den Reisen ins Ausland. Ich ging dann zur Eröffnung, die fand in Leipzig statt, dieser Ausstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, auf die Menschen mit dem Bonbon zu, die da standen und sagen, haben Sie denn eben Schabowski gehört, der hat irgendwas gesagt, dass Auslandsreisen jetzt möglich sein werden. Und da fiel mir erst ein, dass
die Bundesrepublik ja unter Ausland fiel. Da guckten die mich völlig verstört an und sagten, was findet statt? Ja, Sie können also über alle Übergänge nach West-Berlin und ins sonstige Ausland reisen. Die waren völlig fassungslos, weil das begann, was für viele Millionen Menschen da begann, das Freudenfest und der Trauertag. Denn viele, die gejubelt haben, waren froh, dass es so weit war. Ja. Und es gab eben auch viele, die wussten, dass für sie Lebensläufe zusammenbrechen und Zusammenhänge des Lebens verloren gehen. Und es war ein toller Tag und eine tolle Nacht, auch in Leipzig. Und das heißt, ich meine, Sie waren ja damals noch Intendant des WDR. Ja. Ja. Haben Sie dann sozusagen gleich zum Telefon gegriffen, Jungs, noch ja, einen Ü-Wagen zusätzlich? Also, und lieber, wir hatten einen Ü-Wagen da. Ich ja. bin eigentlich nur wegen des Ü-Wagens gefahren, weil die immer wollten, dass unser Ü-Wagen rauskommt. Und da haben die mir aus der Staatskanzlei gesagt, ja. Sie müssen da mit und Sie müssen den Ü-Wagen verteidigen. Das habe ich dann auch mit Vergnügen getan. Die wollten wirklich die Berichterstattung beenden. Ja. Und sie hatten auch zugesagt, dass sie an dem kommenden Sonntag ich glaube, es war ein Donnerstag vor 10 Jahren, dass sie an dem kommenden Sonntag den Presseclub, der in Berlin Adlershof stattfinden sollte, die Sendung, die berühmte Sendung des Westdeutschen Rundfunks, die sollte da stattfinden. Wir hatten alle Zusagen und am Morgen des Tages des 9. November haben sie gesagt, findet nicht statt. Da bin ich ans Telefon gegangen, habe beim DDR-Fernsehen angerufen, habe gesagt, ich komme gerade vom Stadtratsvorsitzenden. Da hörte ich, wie der Junge sofort in den Sessel fiel. Ja. Nicht vor Glück, sondern vor Schreck. Sag ich, und wenn dieser Presseclub nicht stattfindet am Sonntag um 12, dann gehe ich wieder rein zum Staatsratsvorsitzenden und dann werden Sie sehen, was Sie davon haben. Ne? Dreimal dürfen Sie raten, der Presseclub fand statt. Sonntag um 12. So war das, so einfach war das und so kompliziert. Scheinbar so einfach, aber Sie haben das ja. natürlich wieder. Na gut, listenreich. Was heißt hier so? Listenreich und mit was Charme. Heißt hier so? Ja, so sende zusammen, was zusammen gehört. Ja, das ne? war, ja? ja, da sind wir, arbeiten wir ja noch dran. Herr Nowotny, ich bedanke mich für den Besuch. An diesem historischen Datum. Und es wäre schön, wenn Sie in 10 Jahren wieder Fein. Vielleicht Beitritt der Bundesrepublik zu USA dann. Oder wer weiß. Wie auch immer. Wer weiß, woran ich mich dann erinnere. Danke Ihnen. Danke. Es ist für uns eine tolle Sache, meine Damen und Herren, dass wir Ihnen heute an diesem historischen Datum unseren nächsten Gast zeigen können. Wir haben das Gespräch mit ihr an Bord der Queen Elizabeth II geführt, wo sie arbeitet. 20 Jahre alt, kommt aus Rostock. Und sie hat die Chance ergriffen, die sie ihr geboten hat, durch den Fall der Mauer, ist nach London gegangen, hat dort eine Ausbildung gemacht und ist jetzt unterwegs als Kellnerin auf hoher See. Das ist Anja Fromhold aus Rostock, die haben wir hier auf dem Schiff kennengelernt und sie wird jetzt für euch Kids mal zeigen können, wie ihr eure Zukunft sinnvoll gestalten könnt. Anja, wie kommt eine junge Frau aus Rostock auf die QE2? Also ich habe mich schon immer für Schiffe interessiert. Ich komme von der See und da sieht man das ja auch viel. Und dann habe ich die Annonce in der Zeitung gelesen und habe mich beworben. Was wurde da gesucht für einen Job? Eigentlich alles, von Kellnerin bis zu Public Room Stuff, von Zimmermädchen, ja. Ja, da warst du aber schon in England, ja? Ja. Da hast du im Hotel gearbeitet? Ja, also ich habe ein Jahr in England gearbeitet, im Hotel, ja. auch im Restaurant. Ja. Und ja, dann habe ich gedacht, also ich wollte eigentlich zuerst auf einen deutschen Cruise Liner. Und weil ich aber die Sprache halt noch ein bisschen verbessern wollte, habe ich gedacht, ein Englischer ist besser. Und so habe ich mich dann hier beworben. Und wie kommst du jetzt mit der Sprache zurecht? Gut, sehr gut. Ich meine, die Grundkenntnisse hatte ich durch das eine Jahr in England. Ja. Und hier hat man viel Kontakt mit den Gästen und Amerikanern. Also ganz ja. unterschiedliche Akzente auch. Und man lernt viel dazu. Die Gäste bringen einem auch viel bei. Was bedeuten eigentlich diese beiden Sticker, die du da hast? Also das ist einmal die deutsche Flagge, damit die Gäste erkennen können, dass ich Deutsch spreche, damit sie mich auch gleich... Damit sie sich nicht mit Englisch abmühen, wenn sie mit ja. mir Deutsch sprechen können. Und das ist unser neuer Sticker, Full Steam Ahead, ist unser neues Programm. Dass wir also, die Kultur geht dann Refit und dass wir danach halt ja, nach vorne steuern. Full Steam Ahead bedeutet also, dass wir mit Volldampf voraus. Muss ich sagen, Refit ist, bedeutet, die wird total renoviert in Bremerhaven, ist das in richtig? Bremerhaven, ja. ja. Und danach Full Steam Ahead. Genau. Ja, das wäre auch was für euch zu Hause, Full Steam Ahead, oder? Nicht nur immer bei den Eltern wohnen. Und, ach so, das heißt, jeder Mitarbeiter hier hat die Flagge, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja? Ja, also wir haben jetzt gerade in diesen Tagen so einen Kurs, ja. Wo jeder halt eingearbeitet wird oder darauf vorbereitet wird, wie die neuen Konzepte sind und danach bekommt halt jeder so einen Sticker. Und wie lange bist du jetzt schon auf der QE2? Ah, erst 5 Wochen. Aha, das heißt, du warst schon einmal drüben in Amerika mit dem Schiff? Ja. 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 Und wie war die Überfahrt? Stürmisch? Oh, es war schlimm. Also wir waren in einem Hurricane und es war also schlimmer als jetzt noch. Wie ist das? Musst du dann auch Kellner, wenn der Hurricane da ist? Ja.
Ja, also ich meine, viele Gäste, die sind seit Jahren auf dem Schiff und die stört das auch nicht mehr so, der Wellengang. Die kommen halt trotzdem essen. Ja. Und da muss man sich dann halt mit abfinden. Es ist zwar schwer, aber man gewöhnt sich daran. Das heißt, du balancierst dann die Suppen und so weiter auf dem Tablett? Auf dem Tablett, ja, zum Tisch hin, ja. Ist dir was runtergefallen? Nein, Gott sei Dank nicht. Ja. Aber also mein Partner ist was runtergefallen. Aber ich meine, jeder Gast nimmt das nicht so, weil es ist halt ziemlich. Und ich meine, jeder Gast sieht auch, dass wir Probleme haben. Und das ist dann nicht so schlimm, wenn halt mal was runterfällt. Ja. Du hast hier, also wie nennen wir das, Kabine? In der du dann wohnst, ja? Alleine? Ja. Nein, Zwei-Mann-Kabinen. Wir haben auch Vier-Mann-Kabinen. Ja. Aber die sind meistens nur am Anfang, wenn man neu ist dann, und sich zusammenfindet und dann eine Zwei-Mann-Kabine findet. Aha. Und du bist auch mit einer Freundin unterwegs, die ist auch schon von, also ihr kennt euch schon aus Rostock, ja? Ja. Und ihr wohnt auch zusammen in der Kabine? Wir wohnen zusammen in der Kabine. Wir waren erst getrennt und haben dann halt gefragt, ob wir eine zusammen haben können. Ja. Und jetzt wohnen wir zusammen seit einer Woche. Ich meine, wie ist es, wenn man eine junge, attraktive Frau ist und so lange auf dem Meer, wie sieht es aus mit Freund oder Verlobten oder sowas? Also ich habe meinen Freund in England und der wartet halt so lange. Also man arbeitet viel, man hat nicht viel Zeit, um was anderes zu denken. Ja. Und deswegen, was arbeitet der vom Beruf? Der ist auch im Hotel, ist Chefkoch. Ja. Ist es für dich so ein Traum auf dem Schiff oder würdest du eigentlich lieber wieder im Hotel auf dem Festland arbeiten? Ich sag mal, es ist einfach mal was anderes für zwischendurch. Also ich möchte also viel anderes auch sehen. Also nicht nur im Hotel auf dem Festland arbeiten, sondern auf dem Schiff ist mal was Neues. Also man lernt auch eine ganz andere Serviceart kennen. Das Servieren ist ganz anders als im Hotel. Und das ist also eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Heute Abend ist hier das große Mitternachtsbuffet. Ja? Hast du damit auch zu tun? Nein, damit habe ich gar nichts, weil das ist oben in der Lido und die haben ihr eigenes Personal dafür. Aha. Und wir haben hier halt nur so ein Baked Alaska. Das heißt, wir haben so eine große Parade, wo man durchs Restaurant marschiert mit Kuchen auf den Händen. Das macht ihr dann, so wie im Traumschiff? Ja, genau. Genau. Und auch mit Wunderkerzen und so. Mit Wunderkerzen in den Kuchen und wir marschieren dann halt durchs Restaurant. Ja. Und Achso, wie lange dauert dein Arbeitstag? Wann fängst du morgens an? Also es ist unterschiedlich, ob wir auf See sind oder an Land. Wenn wir auf See sind, geht es alles ein bisschen später los, damit die Gäste auch ein bisschen länger schlafen können. Ja. Das geht dann später? So, wir fangen um 7 an zu arbeiten. Ja. Um 7.30 Uhr gibt es dann Frühstück. Und das geht dann so bis 10, bis halb 11. Dann haben wir erstmal Pause. Ja. Und dann fangen wir um 12 wieder an. Ja. Oder 12.30 Uhr, es kommt drauf an. Und dann geht das so bis 2, halb 3. Dann haben wir wieder Pause. Und dann geht es wieder von 17:45, bis der letzte Gast gegangen ist, bis um 11 so. Und was machst du dann nach Feierabend hier? Also wir haben zwei Crewbars, die sehr begehrt sind. Ja. Und dann haben wir eine Bücherei, wo auch ein Fernseher drin ist, wo man sich halt zusammensetzen kann. Ja. Oder ein Fitnesscenter. Oder wir sitzen halt einfach alle zusammen irgendwo auf dem Flur und erzählen. Wird auch schon mal ein bisschen abgelästert über die Gäste? Ja, man unterhält sich halt, ja. Natürlich. Aber immer natürlich nett. Ja, natürlich. Ja. Wie lange willst du jetzt hier auf dem Schiff bleiben? Also ich habe einen 4-Monate-Vertrag und danach geht es halt die Weltreise, das weiß ich noch nicht. Ich meine, die ist natürlich sehr interessant. Wie lange dauert die? Die dauert dann 2 Monate, das weiß ich aber noch nicht, ob ich die mitmache. Kann man jetzt noch nicht sagen, das entscheide ich dann nach den 4 Monaten. Das wäre auch ein bisschen lange Wartezeit für eine Freundin in England, ne? Ja, na, man hat ja diesen 1 Monat dazwischen frei. Ach so. Ja, man hat 4 Monate, dann 1 Monat frei und dann kann man halt wieder für 4 Monate. Ach so, aber der Vertrag ist dann auch zu Ende nach den 4 Monaten? Ja, man muss dann halt immer wieder einen neuen Vertrag machen. Verstehe. Ja. Das hieß ja also, das Jahr hat 12 Monate. Das hieß 2 mal 4 sind 8 Monate. Ja? Ja. Das ist ja mehr frei also, als ein Lehrer und noch schöne Reisen. Genau. Ja? Dafür habe ich dann aber auch in den 4 Monaten keinen Freitag. Keinen einzigen Freitag? Nein. Nehmt doch mal ein Beispiel zu Hause, ihr Faulenzer. Ja? Keinen Freitag. Gut, jetzt musst du noch ein bisschen arbeiten heute Abend. Genau. Ja, was gibt's heute zu essen? Ich habe mir das Menü noch nicht angeguckt. Wir haben gerade die Parade geprobt und jetzt ist erst Menübesprechung. Also. Ja. Vielen Dank, sehr nett von dir. Ja, klar. Und dann drücken wir dir die Daumen weiterhin hier auf dem Schiff. Ja. Und ich habe jetzt gelernt, man sagt immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ja, genau. Okay, Leute. Ja? Okay, danke schön. Dankeschön. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Dankeschön, tschüss.